Ja, herzlich willkommen hier zurück zu Construction Simulator. Hier sind wir neben der Schallschutzmauer, die wir gebaut haben. Und ja, ich denke, wir schauen direkt rein, welche Jobs wir noch zu erledigen haben hier in dem letzten Teil der Kampagne oder vorletzten, wenn wir das Finale noch mitrechnen. So, die Lärmschutzwand in der letzten Folge erbaut. Nun sieht's aus, als müssten wir den Bahnhofsanbau machen. Ja, hoffen wir mal, dass es sich nicht so unfassbar in die Länge zieht wie beim letzten Mal. Ja, beim letzten Mal hat sich das ja über zig Folgen gezogen. Ich sehe hier auch schon wieder unfassbar viele ja, Bauten oder Bauteile. Na, es ist halt unfassbar viel. Dementsprechend denke ich, wir haben immer noch 10 Abschnitte, aber es wird halt bedeutend weniger. Ja, es ist bedeutend weniger geworden. Ich denke auf jeden Fall, wir nehmen nur Stufe Mittel. Hoch ist ja generell eigentlich nur für Leute, die Bewährungsgitter, ja, hier viermal trotzdem Decke bauen. Deckenelemente. So auch gießen. Ja, hoch ist eigentlich ja nur, wenn man, oder ist eigentlich dafür gedacht, dass wenn man im Koop spielt. Dafür ist hoch gedacht. Ich denke, bei diesem Auftrag nehmen wir Mittel, denn ich denke, im vorletzten Auftrag, also dem Museumsanbau, haben wir schon sehr viel Zeit mit Betongießen verbracht. Und ich denke, wenn wir hier wieder ganz viel Betongießen machen müssen, das macht dann auch keinen Spaß. Dann machen wir lieber hier nur ein bisschen Betongießen und den Auftrag was zügiger durch, kriegen was weniger an Geld, aber haben danach ein bisschen Abwechslung. In der nächsten Folge dann auch direkt wieder Abwechslung oder vielleicht auch erst in der übernächsten, ich weiß es nicht. Nur nicht erst in gefühlt 10 Folgen. Ja, wir haben den Auftrag angenommen auf Stufe Mittel. Wir schauen mal, wo das Örtchen ist. Hier ist es. Gehen wir mal hin. So, da sind wir hier, das kleine Grundstück. Zack, reden wir mit der Bürgermeisterin. Kaum hat man ein Verkehrsproblem beseitigt, entsteht schon ein neues. Pendelnde Berufstätige und Schulkinder aus dem Umland kommen zu den Stoßzeiten kaum noch rechtzeitig zur Arbeit und zur Schule. Wir haben zwar einen zentralen Bahnhof, der das Umland an die Innenstadt anbindet, aber der wirkt wenig einladend und ich kann verstehen, dass sich dort niemand freiwillig aufhalten will. Die Menschen fordern schon lange, dass der Bahnhofsplatz erneuert wird, um die Wartezeiten für Reisende angenehmer zu gestalten. Die Baupläne sehen einen modernen Aufenthaltsbereich vor. Das ist alles, was sich die Stadt zurzeit leisten kann. Aber es ist sicher gut investiertes Geld. Ja, Oberboden abtragen ist jetzt unsere erste Aufgabe. Ich denke, wir wissen alle, welche Maschine wir dafür benutzen. Ganz klar die hier. Ne? Die beste Maschine für fast jeden Anwendungszweck. So, da sind wir. Ja, die Prozette beginnen zu klettern. Ich denke, das sieht sehr gut aus.
Da haben wir jetzt die Hälfte erreicht. Sehr schön, es läuft. So, da haben wir es. Nun einmal verdichten, also die Erdbauwalze würde ich behaupten. So, schauen wir mal, ob das passt. Ob es die richtige ist, dafür müssen wir sie erst holen. Da war die Maschine leider aus. Habe ich zu Beginn erst nicht gemerkt. Aber jetzt läuft sie und jetzt ziehen wir das wieder glatt.
So, damit haben wir das auch geschafft hier an der Stelle. Dann holen wir uns mal das Material, was wir benötigen. Bauen wir unseren Kran auf, wie immer. Ah, voll die falsche Stelle. Mein Gott, nee, der muss nach da hinten. Was soll denn das? Bin ich zur total falschen Stelle gefahren mit dem Ding.
So, hüpfen wir hier mal durch unsere Baustelle und packen mal das Material aus. Ah, gießen müssen wir also nun. Gut, dann lassen wir uns eben den Kübel liefern, machen ihn voll, hängen ihn vorher natürlich dran und dann Knallgas, würde ich sagen. So, den Teil haben wir dann jetzt hier fertig.
Gut, Kies liefern und verteilen, also wieder ein neues Fahrzeug. Nehmen wir diesmal ein anderes Fahrzeug, um hier auch mal Abwechslung reinzukriegen. So, wieder einmal haben wir hier einen Bauabschnitt fertig. Einmal auspacken wieder. Ja, genial. So, weiter geht's. Hier auch nochmal auspacken. Nee, hier dürfen wir noch nicht auspacken. Aber da scheint es... Gibt was... Ah, hier. Okay. Können wir da reinlaufen? Oh, es funktioniert. Haha. Cool. Nee, ja, wie wir sehen, natürlich müssen wir wieder so einen Aufzugsschacht hier, sage ich mal, platzieren. Und das werden wir natürlich hier auch dann jetzt hier. Thank you.
So, wir haben 100% erreicht. Hier haben wir jetzt wieder eine Wand fertig. Wir setzen eben den Kübel ab, legen die Deckenelemente hin und ich denke, nein. Ah, das war aber knapp, dass der noch steht. Gut, ja, weiter geht's. Deckenelemente, die liegen hier unten. Da sitzen sie. Die nehmen wir uns jetzt und setzen die auf. Danach, denke ich, dürfen wir erst wieder gießen und dann mal schauen. Ach je, Mann. Ja. War die falsche Position, habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich verdammt ärgerlich. Aber gut. So, weiter geht's. Zack, da hängt das Ding. Thank you.
So, da haben wir es einmal wieder geschafft. Gut, legen wir die Wände und ich sag mal die Zickzackträger oder vielleicht sind das Treppen. Das könnten Treppen sein. Das weiß ich aber nicht. Das werden wir noch sehen. So, haben wir das jetzt auch erledigt? Dann, ja, gehen wir in den nächsten Job ran, würde ich sagen. Die nächste Aufgabe hier ist der Aushub des Fundamentes. Ja, welches Fahrzeug nehmen wir dafür? Wir müssen über die Schienen rüber. Wir schauen uns das erstmal zu Fuß ein bisschen an. Vielleicht sehen wir das eine oder andere, um dann herauszufinden, was zu tun ist. Ja, den zwei Löchern, dem hier sieht das so aus, als müssten wir das hier bis zum Schluss machen oder der Rest wird automatisch gemacht, das weiß ich nicht. Aber hier über die Schienen, okay, durch die kann man so durchgehen, also die gelten nicht als einzelnes Objekt. Zumindest sieht das so aus. Ja, der Träger schon. Gut, dann müssten wir dort, ja, mit dem Bagger eigentlich reinkommen, denke ich. Eine andere Option haben wir auch nicht wirklich, um ehrlich zu sein. So, einmal die Lichter angeschmissen und dann ran an die Baustelle. Ja, langsam, aber sicher kommen wir hier voran. So, jetzt. Ja,
So langsam aber sicher, wie gesagt. Na, es geht doch schneller, als ich dachte. Ich dachte, wir würden für den Weg länger brauchen. So. Fahren wir noch den Arm aus, dann sind wir nochmal gefühlte 10 Meter weiter. So, dann können wir jetzt hier anfangen auszuheben. Ja, nun, nur noch den Bereich räumen und dann haben wir es. Drehen wir die Schaufel, damit sie nicht drin hängt im Bereich. So, nächstes Loch. Nächstes Fundament ausheben. Weiter geht's. Nun haben wir das jetzt auch, dann einmal die Sachen wieder platzieren, vielleicht noch das eine oder andere auspacken, wir werden das sehen.
Und dann schauen wir mal, was wir noch so zu tun haben. Aber ich denke, mit Sicherheit wird der Kübel hier weg müssen, weil dann da nachher Elemente aufgereiht werden, die wir platzieren müssen.
Erst gießen und dann sind wir fertig? Alles klar. Gut. Ja. Setzen wir die letzten Stahlpfeiler. Nein! Shit! Shit, 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 shit! Na, da haben wir ihn. Ziehen wir ihn einfach nur nach hier. Grün ist er. Weg damit. So, da liegt noch überall. Ist das Wellblech? Er sieht irgendwie aus wie Wellblech, ne? Ja. Ja, ich denke, dann werden wir vielleicht hier drauf nochmal Träger setzen. Da kommt Träger drauf und darauf dann nochmal so ein Wellblech. Könnte ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Mein Gott, heute ist die Steuerung aber auch schwierig von dem Ding. Ich weiß nicht, ob ich mich heute nur anstelle oder ob es halt einfach wirklich die Positionierung des Krans ist. Genau, wo sitzt der Kran? Dementsprechend, welche Richtung muss man justieren? Das ist sehr, sehr schön, da brauchst du nur vor und zurück. Aber hier muss halt immer wieder rechts, links. Und das macht es natürlich nicht, zwar nicht schwer, aber schwieriger auf jeden Fall, denke ich. So, nein, nein, nein. Hängen geblieben. So, der letzte Pfeiler. Ah ja, gut. Die Träger wurden platziert, wie es scheint. Decke betonieren wir jetzt hier mal. Und hier vorne müssen wir wohl wahrscheinlich doch noch eine Etage gießen. Ja, halt doch mal an. Mensch, du. So. Ran mit dem Kübel. Da ist sogar noch ein bisschen drin. Ganz kleiner Schluck. Dann müssen wir auch schon wieder auffüllen. Ja, das war's schon.
So, nun, wir haben bereits fast 60% und schon wieder einen leeren Kübel. So, 97%, wir haben es fast geschafft. Ja, komm. Noch 1% jetzt. Da oben können wir bestimmt noch 1% sammeln. So, da haben wir es schon. Sehr gut. Und gleich geht das Gießen weiter.
So, wir sind fertig. Räumen wir mal den Bereich. Und nun geht es um Betongießen wieder. Dann machen wir das direkt, wenn wir das Ding eh schon am Kübel haben. Ach, am Haken. Mein Gott. Hilfe. Wenn wir den Kübel bereits am Haken haben. So, meine Güte, nee. So. Zu viel Beton geatmet. So. Genau, gießen wir das einmal schnell und dann heißt es doch Blechplatten verteilen. Das stand doch für 2 Cent oder was auch immer das ist. Ich sag einfach mal Dollar, für 2 Dollar verkaufen. Deswegen habe ich extra drauf geklickt und dann direkt nochmal, weil ich dachte, der hat nur für 2 Dollar den Zement verkauft. Aber dann, ja, shit, habe ich das ganze Schüttgut, was ich drin hatte, im vollen Behälter leer gekauft, leer verkauft. Und dann, ja. Ja, ärgerlich. Egal. Fast drei Viertel fertig von der Gießerei hier oben. Die ganze Ecke fehlt noch, da halten wir noch mal richtig dick rein mit dem Ding. So. Da fehlen immer noch 9%, aber die kriegen wir schon hin. So, jetzt sind es schon nur noch 4. Und jetzt jeden Moment sollten es nur noch 3 sein. Ja, da sind wir schon. So. Na komm, 1% noch. Kann nicht so schwierig sein. So, dann war's auch hier. Stellen wir mal den Kübel weg. Wäsch mit dem Ding. So. Da, viel zu weit, das Ding. Egal, ich krieg den auch im Fluge angehangen. So, Flug auf der Rückseite an, denke ich. Nein, nicht loslassen, bitte. So, fangen wir hier einmal an, damit uns das Blech nicht im Weg ist. So, die Hälfte haben wir mittlerweile. Wir haben auch 97% beim Baufortschritt. Nee, also wir sind jeden Moment mit dem Bau durch. Ich denke, da geht es halt wirklich nur noch hier um die 2 Platten, die jetzt nur noch fehlen. Und dann war es das dann auch nach der Nachbesprechung wie gehabt. Wie immer. So, ja, das war's dann, denke ich, hier. Einmal alles wieder abbauen, ne? Alles einstecken.
Warenlager, das hier bitte wieder einlagern. Ebenso die Fahrzeuge im Einlagern. So, da hätten wir mal den hier. Na, ah, bloß nicht, Hilfe! Hilfe, 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 fast verkauft. Bloß nicht, kriegt man wahrscheinlich eh nur einen Bruchteil von wieder. So, den einlagern, die Erdbauwalze einlagern und das müsste es gewesen sein. Genau, so. Schauen wir uns mal kurz um hier. Na. Na, da komme ich mal nach oben. Das ist so nicht gut. So. Hallo. Gut, da steht die gute Dame. Sprechen wir mit ihr. Der neue Wartebereich ist modern und wirkt gleichzeitig einladend. Ein Ort, an dem man es auch mal längere Zeit aushalten kann. Es ist außerdem schön zu sehen, dass das alte Gebäude und damit auch ein Stück Stadtgeschichte erhalten geblieben ist. Die sind alle immer am Loben. Ja, ich denke, wenn die uns noch mehr loben oder nachher vielleicht auch an der Hauptmission, dann brauchen wir einen Flugschein. Dann heben wir ja ab. So hoch wie die uns heben. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Sobald ich nach oben gehe mit dem Blick, hänge ich im Himmel fest. Ich weiß nicht, kleiner Bug. Wir haben hier auch irgendwie so eine kleine Kante. Vom Fenster. Ich weiß nicht, nach unten. Das macht kein Problem. Rechts, links auch nicht. Aber sobald ich nach oben gehe, egal wo, gibt es ein kleines Problem. Deswegen denke ich, schauen wir, ob wir mal hier uns ein bisschen umsehen können, wie das jetzt aussieht. Wenn nicht, machen wir das in der nächsten Folge zu Beginn. Okay. Also, neues Bahngleis. Ne, hier das mittlere Bahngleis ist neu. Ja, der Wartebereich ist hier vorne, dieses Gebäude im Hintergrund. Moment. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Seit wann werden noch Telefonzellen gebaut? Also, das Gebäude ist neu. Ich denke mal, dass wir nicht drumherum gebaut haben. Aber, Herrgott. Mein Gott, nee. Ich habe letztens auch noch eine gesehen. Die war außer Betrieb, aber noch nicht demontiert. Das sind ja richtig alte Schätzchen. Wenn du so ein Ding nochmal findest, dann ist das wie eine Reise in die Vergangenheit gefühlt. Ja, gut. So richtig zeigen kann ich es nicht, aber da oben steht Bahnhof, so ein bisschen aus der Ferne kann man sehen. Das ist das errichtete Gebäude. Mann! Sind das die Ampeln? Naja, wie dem auch sei. Ja, genau. Hier ist das Gebäude. Wir haben es errichtet. Wir haben den Anbau erledigt. Und wir schauen gleich nochmal rein. So, hier macht es nämlich keine Probleme. Mit dem mal rumgehen. Gut. Dann ist das so. Wir gehen nochmal aufs Profil. Denn wir sind ja eine Stufe höher. Genau, wir haben schon 3 Punkte sogar. Beim letzten Mal haben wir da nicht ganz so drauf geachtet. Die Frage ist, was nehmen wir? So, ich denke, wir nehmen einfach mal ja, flinker. Sprinten wäre interessant. Aber ich denke, weniger Sprit verbrauchen, weniger Reparatur. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich egal. Reparatur würde ich, wenn dann eher nehmen. Es lohnt da, denke ich, als Sprit, ne? Als Kraftstoff. Einsparung. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir doch öfters mal den Bagger benutzen müssen. Und der nimmt extremen Schaden, wenn man sich das mal anschaut. Also der überlebt eigentlich immer mindestens eine Mission. Aber der nimmt ja doch extrem Schaden.
Aber eigentlich ist es egal. Das Wichtige haben wir hier eigentlich. Vor allem das hier. Das ist unfassbar wichtig, finde ich. Aber ja. Genau. Ich denke, wir machen einfach das hier. Dann haben wir es durch. Ja. So, dann haben wir jetzt bei der Errungenschaft ausgelernt. Auch 20 von 30 erreicht. Ne? Also den Fortschritt. Und ja, ich denke, den Rest ballern wir einfach rein. Bis zum Schluss der Kampagne werden wir ja bestimmt hier maximale Stufe erreichen. Also alles freigeschaltet haben. Wir werden es sehen, denke ich. Kurz in Statistik. Ne, Statistik wollte ich gar nicht sehen. Die Statistik wollte ich doch gar nicht sehen. So, Handbuch brauchen wir auch nicht. Fortschritt. Ja, hier können wir nochmal reinschauen. Genau. 25 von 49 Orten entdeckt. Ich denke, der Rest ist dann auf der anderen Kampagnenkarte. Und genau. Fahrzeugklasse 18 von 38. Meilenstein 12 von 62. Ja, wenn ich mich nicht irre, war ein Meilenstein das mit dem Schritt gut. Genau. Das hier. Die haben wir so circa fertig. Ne, Asphaltbau. Oder Asphalt kaufen eher. Ja, wir könnten theoretisch auch einfach sagen, um das hier auch auf die maximale Stufe von 5 zu kriegen, die ja relativ hoch ist. Und da wir Stunden sammeln müssen. Ich weiß nicht, ob damit. Ah, ich weiß ja nicht. Vielleicht können wir auch einfach ein Fahrzeug mieten und im Prinzip die Zeit schnell voranlaufen lassen. Also das Pause machen, wie das genannt wird. Und dann einfach die Tageszeit wechseln. Ich weiß nicht, ob das dafür schon gilt und dass es dann damit über abgerechnet wird. Aber ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. Dann wäre das sehr, sehr einfach, wenn nicht. Das kann man zum Beginn der nächsten Runde oder nächsten Folge eher gesagt mal ausprobieren. Wenn das nicht klappen sollte, dann, also ich würde versuchen, dann natürlich direkt bis Stufe 5 freischalten, dann sind wir damit durch. Wenn das aber nicht klappen sollte, dann würde ich sagen, machen wir es ganz einfach. Wir mieten ein Fahrzeug, ne? Das steht ja nicht wie viele, nur eins. Ne? Auch da steht halt auch nicht, also ich kann da jetzt nicht heraussehen, dass mehr Fahrzeuge mehr Stunden sammeln. Ja. Ich denke, ein Fahrzeug mieten, einfach irgendwo hinstellen und dann einfach die letzten Kampagnenmissionen machen vor unserer finalen. Oder vor unserem finalen Bauprojekt oder vor unserer finalen Abschlussmission. Und dann kriegen wir das auch so hin. Ja, die Spezialteile, ne, 8 von 10, Stufe 1 von 3 oder 0 von 3 bisher. Das kriegen wir, denke ich, auch noch demnächst hin. Wenn nicht, müssen wir noch mal ein paar Nebenmissionen machen. Ja, das, ja, Nebenmission, denke ich, das hier absoluter Bullshit. Wenn wir unfassbar viel Geld haben. Dann habe ich überlegt, könnten wir uns einfach mal eine Karre setzen und beim Sand, Beton und theoretisch können wir das eigentlich auch bei Asphalt machen. Wir kaufen den ein und wir gießen den nicht, sondern wir verkaufen den wieder, weil da steht ja nur, wir haben genügend von dieser Ressource erworben, ne? Also Asphalt gekauft, können wir auch kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Vielleicht klappt es, ich weiß es nicht, können wir auch testen. Falls es klappen sollte, können wir das einfach hochziehen. Dann machen wir das ganz schnell fertig. Wir haben 6 Millionen, ne? Hier 6,9, also fast 7 Millionen. Ich denke, da haben wir genug Geld, um hier die paar hundert Kubik, ne? Hier 900 Kubik oder was das ist. Hier sind es sogar nur 300. Ja, damit wir das hier fertig kriegen. Ja, Paletten weiß ich nicht. Da würde ich halt wirklich drauf warten, bis wir welche brauchen, damit wir uns das Lager nicht vollklatschen mit unnötigen Kram. Ja, gehen wir nochmal zurück. So, nee, hier, da, dahin. Genau, das war Meilenstein. Schauen wir in die Finanzen rein. Ne? Es steigt, es sieht gut aus. 7-Tages-Überblick. Ja, der sieht auch unfassbar gut aus. Alles positiv. Ne, Kredite, ja, hatten wir alles freigeschalten. Überweisung machen wir mal zum Schluss, wenn die Kampagne durch ist. Denke ich mal, alles an Geld auf das persönliche Konto von dem Firmenkonto. Denn ich denke, in der anderen Kampagne wird man wahrscheinlich dann auch eine neue Firma gründen müssen. Ich weiß es nicht. Hab das ja noch nicht gemacht. Ich habe mich auch noch nicht eingelesen. Ich dachte, ich kann da mal reinschauen, ob das wirklich so ist mit der Kohle. Weil sonst würde es wirklich nur für den Koop Sinn machen, die Kohle von hier nach da zu transferieren,
Oder halt andersherum, wenn man im Koop gespielt hat, die Kohle von hier nach hier, also in das eigene Unternehmen zu investieren, was man so erwirtschaftet hat im Koop, um sich dann in der eigenen Firma dann dort Maschinen leisten zu können. Aber eigentlich, man hat ja eigentlich, denke ich, genug Geld, ne? So, aber egal. Ja, Fertigkeit haben wir gemacht. Fortschritt können wir nochmal auf den Rest achten hier. Ne, Firmenerweiterung 12 von 24. Ja, okay, das könnte auch bedeuten, dass es eine Firma ist, nur halt auf zwei Standorten, ne? Europa und ich glaube, das andere war in den USA oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn da steht, die Firma wird erweitert, dann denke ich, geht es da auch nochmal um den anderen Teil. Das kriegen wir bestimmt auch hin, dass wir das da erweitern. Sonst denke ich, ist das mit dem Kapital auch gar nicht möglich, richtig, ne? So, und ja, wir haben 15 von 20. Ich denke, eine gute Hälfte wird auch auf der anderen Karte liegen. So wie hier die andere Hälfte, so wie da die andere Hälfte. Ja, mehr Spieler haben wir nicht, ist egal. Genau. Ja, Meilensteine, die sind wohl für beide oder ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch unterschiedlich mit der jeweiligen Bauweise, dass es da Auswirkungen hat. Ja, 4 von 12 haben wir fertig. Das bedeutet, da wird es wahrscheinlich nochmal dasselbe geben oder sogar mehr an Kampagnen. Ne? Wir haben hier 4 Stück plus die Eröffnungskampagne plus das Finale. Ja, da wir gerade hier sind, schauen wir einmal schnell rein. Hier sind wir. So, wir haben den Bahnhofsanbau erledigt. Das heißt, in der nächsten Folge wäre dann, denke ich, die Raststätte fällig. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der. Jo, alles klar. Jetzt habe ich das schon hier ab hier unten. Na gut, egal. Ich denke, wir sehen uns dann dementsprechend in der nächsten Folge bei der nächsten Mission bei der Raststätte.